Hallo und herzlich willkommen. Ich habe schon wieder genuschelt, ne? Klingt das herzlich einfach nicht auf herzlich. Hallo und herzlich willkommen. War auch nicht besser, ne? Zu einer neuen Folge. Mein LKW stand heute Nacht in Völklingen. Ich habe ja den gestern Abend noch, oder beziehungsweise letzte Folge, den haben wir ja den Radlader drauf geschoben oder beziehungsweise gezogen. Und der Radlader zur Lieper geht in die Werkstatt und ich gestern Abend eh nicht mehr abladen konnte, ja, ihr wisst schon, was ich meine, und ich jetzt quasi an Lieper vorbeifahre oder vorbeigefahren wäre und heute Morgen wieder zurück, ja, haben wir gesagt, wir lassen das Fahrzeug in Völklingen stehen. Ich bin dann mit dem Baggerfahrer in die Firma gefahren und ja, heute Morgen mit dem dann auch wieder zurück. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Lieper rüber. Ist 8 Uhr vorbei. Ich werde, ich schätze mal so gegen 8:45 etwa da sein. Da müssen wir gucken. Also der Radlader runterziehen wird mit Sicherheit leichter sein wie draufziehen. Vielleicht stelle ich auch das Tiefbett hin hoch, dass wenn er einfach, wenn ich die Bremse aufmache, dass er dann rollt. Und lasse den gerade so weit rollen, dass ich halt wieder vorne dran fahren kann und anhängen kann. So denke ich, werde ich das machen. Die Bremse an dem Teil geht ja, also wird das nicht so tragisch. Nur wenn er dann halt mal steht, dann steht er. Also Radlader. Wieder komisch angehört. Ja, oder habe ich nur so komische Gedanken? Ich weiß ja nicht. Dann im Anschluss, wenn ich einen Landstuhl leer habe, fahre ich rüber nach Hallgarten. Mache das, was ich auch hätte. Gestern schon machen sollte. Da steht der Königstiger, der Holzender, der Kran, und den setze ich dann um. Wo der hingeht, keine Ahnung, ich vermute einfach ein Stück weiter. Aber bis ich da bin, wird es wahrscheinlich Mittagszeit werden. Ja, bis der dann umgesetzt ist, je nachdem, wo der hin soll. Und ja, dann könnte es auch schon ziemlich gewesen sein. Morgen, Freitag oder halt Montag, das weiß ich noch nicht genau. Da haben wir 946 umzusetzen. Keinen von uns. Der steht im Hunsrück oben. Und der geht zu uns in die Gegend von Pirmasens. Hermersberg oder Heldersberg, ich weiß es nicht mehr genau. Eins von beiden, Hermersberg glaube ich war das. Da fahre ich den, wie gesagt, entweder morgen oder halt erst am Montag. Kann ich noch gar nicht sagen. Dann wird auf der KMC, sollte eventuell diese Woche fertig werden. Wenn der fertig werden sollte, werde ich gucken, dass ich den wieder Samstag nach Kietrich habe. Aber dann auch so, dass ich dann wirklich dann Freitag oder beziehungsweise ja, vielleicht freitags lade,
oder Samstagmorgen dann eben wirklich alle Herrgottsfrühe, dass ich gegen 2 oder so abhaue, je nachdem, wenn meine Pause voll ist. Rausfahre nach Harthausen, den dort lade und dann gleich weiter nach Kietrich ballere. Dann bin ich wieder so gegen 8 Uhr oder so in Kietrich leer und dann, ja. Aua, ich bleib hier, okay. Und dann, ja, ist der Bagger halt einfach oben und ich habe wenig Stress, wenn ich durch den Ort fahren muss. Aber ich weiß halt noch nicht, ob der KMC fertig wird. Aber, wäre es mir ja, wenn ich den laden könnte und könnte dann wirklich nach Hause nehmen und morgens halt in aller Herrgottsfrühe losfahren. So, hier steht der zweite Pfeil. Eine Spur wechseln. Ja, klappt, okay. Warum fängst du jetzt so an zu rütteln? Als würde ich auf einer Rüttelplatte sitzen. Ja. Ja, so viel dazu. War ja eh nur eine, oder ist eh nur eine kurze Woche gewesen, ja, also wenn das dann am Samstag noch klappen würde, wäre ich mit einverstanden. Aber ballern wir erstmal rüber nach Landstuhl und dann weiter in Richtung Hallgarten und dann aus Alsenz. Nach 9, 10 nach 9 haben wir es gleich, falls Landstuhl raus hier. Jetzt haben wir noch eine Anfrage. Habe ich vorhin eine E-Mail bekommen. Ein Umschlagbagger, ein Cut-Umschlagbagger. 38 Tonnen, also ich gehe mal davon aus, ich habe es noch nicht angeguckt, der soll in Frankenthal geladen werden, ich weiß nicht wohin. Aber der 38 Tonnen Umschlagbagger, ich denke, der ist mindestens 3,30 Meter breit, wenn nicht sogar noch breiter. Aber wie gesagt, ein Datenblatt ist dabei. Wenn ich jetzt stehe, muss ich mir das erstmal angucken. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo das Teil hin soll. Aber wenn er 3,30 Meter breit ist, dann brauchen wir eh eine Sondergenehmigung. Also, falls es so breit ist. Ich gehe stark davon aus, dass der so breit ist. Also 3,30, denke ich, will er mindestens haben.
das mache ich später. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Radlader hier runterbringe. Mal reingehen ins Büro, mal mit den Jungs sprechen. Ob ich den runterrollen lasse oder ob sie lieber ziehen wollen. Wenn ich ihn runterrollen lasse, dann, wie gesagt, dann mache ich Tiefbett hin, dann fahre ich so hoch, dass ich einfach nur die Bremse aufmache, dass er dann halt rollt. Die Schaufel sieht komisch aus. Die Schaufel ist normal weiter oben, ne? Ich werde jetzt bestimmt voll auf die Kette drücken. Naja, egal, sehen wir gleich. Alter, was hier Bagger stehen. Das hier rechts, das sind alles Gebrauchtmaschinen. Alles Gebrauchte. Au, au. Stehen die neue, denn werde ich gerade austauschen. Ha? Einmal austauschen den Bagger. Ja. So, ich muss schon. Schön gerade stehen, anders der bringt das nichts. Wenn ich den rollen lasse, so weiter rollt. Obwohl, der Radlader lenkt ja auch noch, ne? So in etwa. So, ich hab leer. Ging recht gut, ja, er ist wirklich in Zeitlupe gerollt. Die letzten Meter haben wir halt geschoben ein bisschen mit dem anderen Bagger. So, ich fahre dann runter nach Hallgarten. Kommt denn der jetzt her? Warum? Alter, komm, fahr da vorbei. Oh, fahr du vor, dass ich raus kann. Mit meinem Heck. Also nochmal, fahr dann runter nach Hallgarten. Jetzt runter und dort steht der Königstiger, der Holz an der Bagger, Kran, was auch immer, wie das Ding heißt. Flaggung habe ich aus, Achszahl 7, das passt noch, jawohl, gut, ja. Nee. Also ich habe gerade mal geguckt, das ist sind die 30, 40, kann das sein? Diesen Cut, Umschlagbagger ist 3,24 Meter breit und 3 Meter, ich glaube 82 hoch, also ohne Sondergenehmigung geht da nichts. Ohne Sondergenehmigung geht da nichts. Ich weiß ja nicht. Ich meine, es wird mit Sicherheit einige geben, die das dann fahren so. Ich mach's nicht. Ich werde jetzt mal zu Hause anrufen, wo das Teil hin soll. Ja.
Und dann werde ich mit meinem Disponenten werde ich darüber reden. Und ja, dann halt mal gucken, ob wir das fahren oder ob wir das nicht fahren. Fahren kann ich den. Wobei ich jetzt halt auch nicht weiß, ob ich den hängen fahren könnte. Das weiß ich. Ich kenne mich mit der Maschine, kenne ich mich leider gar nicht aus. Wenn ich den hängen fahren könnte, dann würde ich auch mit meiner Höhe von 4 Metern hinkommen. Das wäre dann überhaupt gar kein Problem. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich den hängen fahren kann. Normalerweise müsste das gehen. Ich glaube, ich habe das schon in gewissen Internet, Facebook, was weiß ich, welchen Gruppen habe ich das glaube ich schon mal gesehen. Weiter 2 Kilometer weiter, aber die, wenn ich es richtig verstanden habe, haben es wieder mal in sich. Ich bin Ort, an dem ich vorhin vorbeigefahren bin, hier vorne in der Kurve muss ich rein, dort durch und dann irgendwie Berge hoch, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch ausgezogen, ne? Naja, es wird schon schief gehen. Was soll denn schief gehen? Oder was soll denn schief gehen an der Sache? Nicht mehr als irgendwo stecken bleiben. Autokran haben wir ja. Wo an, ja? Ich fahre dann schon durch die Wiese. Die beiden parkenden Autos dahinter sind auch weg. Gut, das ist sehr gut. Ja, geht auch schon sehr gut los.
Acker hinein. Oh, Scheiße. Geht noch nicht. Voll durch den Acker gepflügt. Jeder Ort müssen wir durch und ich denke da hin auf den Berg irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Anstatt dass er einfach stehen bleibt. Jetzt aber steil da hoch, leck mich am Zügeli. Es ist aber steil hier hoch, dann bleiben wir mal in dem Gang hier. Ich da hochkomme. Sorry, ich dachte, ich müsste den ganzen Ort durch, da habe ich das falsch verstanden. Nur darauf, bis meine Reifen durchdrehen. Aber scheinbar geht's. Ich dachte, ich müsste den ganzen Ort durch. Das ist ja einfach hier. Humbe, alle sperren, ich hoffe, dass ich noch loskomme. Eieieiei. Bremse zu. Die Bremse zu. Scheint, als würde es gehen. Hat jetzt gerade die Antriebsachse hat jetzt hier gerade so ein bisschen Laub drunter, ja, und fertig war's. Gut, der Bagger hat auch seine 35 Tonnen oder so, 34 glaube ich wiegt der.
Er schiebt mich geradeaus. Er schiebt mich geradeaus. Quersperre raus. Soll das wieder gehen hier? Sind bestimmt nicht für mein Gewicht ausgelegt, ne? Mit Sicherheit nicht. Also für mein Gewicht schon, aber für das Gewicht vom LKW momentan nicht. 67, 68 Tonnen. So, da vorne steht er, okay. Ich dachte, das wäre mit Fremde. Auf alle Fälle mache ich den Weg definitiv breiter, als er sein müsste. Aber lieber sowas als wie irgendwelche enge Ortsdurchfahrten. Hier ist es egal, wenn ich mal vom Weg abkomme. Nur nicht zu weit. Immer schmaler hier. Immer schmaler hier. Ja. Das liebe ich ja. Dicker, fetter Stein steht hier raus. Das kostet jetzt einen Reifen. Gehört habe ich nichts. Ja, ja, ja. Das ganze Tiefbett, ne, habe ich bestimmt voll mit Dreck. Wo ich in diesen ausgefahrenen Wegen, wo ich dann halt rechts und links an die Kante komme. Die Felder hier sind alle schon bestellt, oder? Gucken, was er sagt, ob ich nach rechts muss oder nach links. Oder geradeaus.
So, hätte ich gucken, dass ich hier rumkomme, aber hab da so meine mittelschweren Bedenken, dass ich hier so rumkomme. Muss ich ein paar Mal fahren, ein paar Mal vorher zurück. Vorher zurück, weil es gar nicht anders geht. Gesehen habe, ohne größeren Schaden. Bist du noch an? Ja. Oder wenn ich da ins Feld rein pflüge? Nee, ne? Nee. So, gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Von meinem Fahrzeug. Reicht nicht ganz. Ich komme nicht rum. Ich muss ein Stück übers Feld fahren. Alles gut. Okay, also scheint so, als wäre das gut gegangen. Mal wieder raus. Wobei, ich werde erst noch kurz anrufen. So. Immer noch niemanden erreicht. Hat ja auch noch keiner zurückgemeldet. Ich fahre jetzt einfach Richtung Heimat. Wird schon falsch sein. Das ist 13 Uhr vorbei. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich fahre jetzt einfach mal Richtung Heimat. Vielleicht meldet sich ja jemand zwischendurch. Alter, wo fahr ich rum? Das Tiefbett sieht auch gut aus, also ich bin anscheinend nirgendwo hier in diesen Auswaschungen hängen geblieben. Also ich fahr jetzt nach Hause.
Ja, da wird es morgen aber nichts mit dem Transport von Emmelshausen. Wobei, auf jeden Fall lade ich Vaterhausesattel um. Dann lade ich 926 mit Gummiketten vor für nach Harthausen. Der Kollege müsste aber schon draußen zeigen, dann der Arm hole. Ne? Und dann in Harthausen, dann lade ich den KMC. Der, wie gesagt, der geht hoch nach Kietrich. Das wird dann morgen passieren. Denke ich, werde heute nicht mehr dann ausfahren. Wobei ich das eigentlich noch machen würde, ne? Wenn ich dann von zu Hause morgen früh losfahren könnte. Wäre mir recht. Ich brauche früh um 4 Uhr oder so abhauen. Okay, den großen Stein, den ich vorhin gesehen habe, den habe ich hier runtergefahren. Also dann machen wir das noch. Dann hänge ich den, beziehungsweise stelle den Dreiachser weg, hänge den Vierachser drauf und lade den Bagger. Ja, dann wird es 3:30 sein. Ich denke, dann wird vielleicht doch nicht mehr so viel passieren heute. Den Weg ganz schön verbreitet, oder? Was willst du machen? Sehr freundlich aus, die junge Dame. Ich fahre auch nur zum Spaß hier durch. Vielleicht können wir das so machen morgen, wenn ich dann in Kietrich leer habe. Wie gesagt, dann wäre ich ja schon quasi halb in Emmelshausen oben. Aua. Nicht. Ich will da nicht Tiefbett durchziehen. Vielleicht lade ich den Bagger, aber ich glaube, die Firma macht auch morgen Mittag um 13 Uhr oder 14 Uhr Feierabend. Das kann natürlich auch sein. Aber gut. Ich würde niemand brauchen, ich würde nur einen Schluss brauchen, sag ich mal. Dann könnte ich auch den Bagger mit nach Hause nehmen. Dann montags morgens von zu Hause aus dann losfahren. Aber
Es ist schon wieder zu weit gedacht, zu weit geplant. Vorhin wirklich gedacht, ich müsste hier dort durch und müsste irgendwo dahin hochfahren. Ich hatte ihn gefragt, wo es hingeht. Und er hat gesagt, ah, fahren dort durch. Ja. Hier hat er mich gerade ausgeschoben vorhin. Ja, sieht gut aus. Und hier vorne an dieser Kuppe, da wollte er nicht mehr. Ja, hier war's. Hier sind die. Hier habe ich ein paar Striche gemalt. Und zwar nur, weil das linke äußere Rad, oder? War das hier schon? Kann doch hier gewesen sein. Weil das äußere Rad, nee Quatsch, hier war's. Sorry, ich nehme alles zurück. Hier war's, genau hier. Weil das äußere Rad im nassen Laub halt war und keinen Grip mehr hatte. Nicht mehr da rausfahren. Kollegen, die den Arm laden können oder sollen, sind beide unterwegs. Also bringt es auch nichts, wenn ich heute da rausfahre. Lade ich jetzt noch den 926 mit dem Löffel. And then we make Rambo for the day. Ah ja. Der da rechts, den mit den Gummipads, mit den Gummiketten, den laden wir jetzt noch. Gummi.
heute am Wochenende hoch. Hängen noch einen Löffel dran und dann wird Feierabend sein, denke ich. So, ja, bin in der Halle. Jetzt noch zwei Löffel dazu geladen. Morgen früh nach Harthausen. Den Bagger runter und den KMC laden und nach Kiedrich. Dann werde ich, weiß ich noch nicht zu 100%, aber ich bin dann schon auf halbem Wege im Hunsrück quasi, dass ich dann ein Stück weiter hochfahre und bringe den Bagger von, ich glaube in Emmelshausen steht er, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, bringe ich den dann mit. Wie gesagt, ist noch nicht sicher. Das gucken wir mal hin. Und wenn Kiedrich fertig sind, Kiedrich ist dann auch so eine Sache, ob wir dann in auf der Baustelle oben, ob wir da wenden können oder ob wir rückwärts runter müssen. Das ist halt, ne, weiß ich nicht genau. Wenn mir das zu spät wird, dann mache ich das auch am Montag. Krieg ich ja bezahlt. Bis morgen. So, gleich in Harthausen. Mal wieder ein, zwei. Ja, ich muss mir wirklich angewöhnen, dass ich die Kamera mitlaufen lasse oder so, keine Ahnung. Einer quält sich im Überholverbot vorbei, selbst beladen, ja, wirklich vorbei gequält, fährt dann mit 81, 82 von mir her. Sage ich ja nichts dagegen, ich verstehe nur das Sinn. Ich verstehe nur den Sinn nicht von dem Ganzen. Ja, warum quäle ich mich im Überholverbot vorbei? Oh, fahre dann doch nicht wirklich schneller. Und der zweite, ein Tankzug bergab mit 100 und ein paar, ja, vorbeigerollt. Sich dann, der mich als erstes überholt hatte, dem bin ich dann die ganze Zeit hinterher gefahren, bis hier Abfahrt Speyer. Und der zweite, dieser Tankzug, der hat mich dann überholt, zwischen rein geklemmt, also dann auch nur mit 80 vorne dran hergefahren. Und ist dann zwei Minuten später auf den Parkplatz raus. Ja, das sind alles solche Sachen, die ich weiß nicht, was geht Ihnen. Also ich würde mich als, vielleicht bin ich es auch nicht, aber ich würde mich als ein normal denkender Mensch bezeichnen. Ja, ich weiß manchmal nicht, was ich zu sowas sagen soll. Wenn sie dann ja wegziehen, ja, wenn sie dann mit 90 wegballern oder so, ja, dann ist es so. Und der Kollege ist schon fertig, ja. Okay. Ganz gut. Der Kollege hat schon geladen. Ja, hier liegt doch gar nichts mehr. Bauschutt ist doch auch schon weg. Egal. So, gucken wir, was wir machen, ob ich vorwärts reinfahre. Trocken. Moin.
Mal wieder. Hier unten steht es in großen Lettern. Schwarz auf gelb. Schwarz auf gelb. Firma arbeitet heute, wie gesagt, Freitag. Gute Firmen machen dann um 12 Uhr Feierabend. Lange die heute arbeiten, ob ich heute noch hochfahren kann in den Hunsrück und den Bagger quasi laden. Wenn ich den um 14 Uhr geladen habe, vielleicht kann ich den sogar heute noch zustellen. Schauen wir mal. Nachdem wie es verkehrsmäßig läuft. So eine Ortsumgehung wäre doch schön, oder? Hier rechts hoch. Direkt hin an unsere Baustelle wieder quasi hier auf die Straße kommen. Eichhörnchen, 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 Eichhörnchen. Ja, ist gut jetzt. Bleib einfach stehen, welche? Also Blödmann vor dem Herrn. Sorry. Blödmann vor dem Herrn. Dran. Ja, das ist auch okay. Danke. Danke.
Das Schlimmste haben wir doch schon. Guck mal, neu gebaut und eine Klimaanlage vorne dran geklatscht. Drei Stück. Ja, da könntest du hoch auskühlen damit. Alter, bleib doch einfach stehen, Obe. Bleib doch einfach stehen, Obe. Ja, und jetzt? So ein Adloch, so ein blödes. Hauptsache noch schnell durch. Hätte gerne stehen bleiben. Hätte jetzt seit Minuten gedauert, bis wir hier durchgefahren wären. Minuten. Kommt was? Durchgebrettert ohne Rücksicht. Einfach drauf. Soll ich mal warte hier ohne, ob das überhaupt klappt, Ober? Wie bitte? Soll ich mal warte hier, ob das überhaupt klappt, Ober? Ja, kann man auch. Guck mal erstmal. Okay, ich warte nur. Absolute Chaos hier. Wir wären wirklich recht der beste Weg gewesen nach Hause. Den Bagger morgen früh herbringen. Das wäre das absolut Beste gewesen. Hier wird gerade asphaltiert. Ja, die nächsten zwei Stunden kommt Fahrzeug an Fahrzeug mit Asphalt. Fahrt mal hoch, kann nicht mehr schief gehen. Thank you.
geschossen kommt jetzt. Stehe ich jetzt schon hier. Ja, komm, ich warte, ich halte mit. Ich glaube, es wird nichts mehr heute mit Baggerladen hin. Und zurück oben. Ein bisschen Platz gemacht dort oben auf der linken Seite. Das Problem ist nur, der Bagger muss schwenken. Ja, und ich weiß nicht, ob das geht. Ob da so viel Platz ist, dass der Bagger schwenken kann. Stehen, Alter, du kommst. Es ist jetzt wieder. Warum bleibst du nicht in deinem scheiß Loch da unten drin?
Economy, genau. Schalt einfach mal in den Eco-Modus, das macht Sinn. Bis der Bagger kippt. Ja, dann eilt, dass man die Rampe ohne Schacht will und dann ja. Kommt der sowieso drüber. Okay. Meine Herren. So, warten wir mal ab. We'll be right back.
den Maler. Dann fährt er auch. So, mit zu Hause im Hof. Alter, komm, fahr los. Oh Gott, ist gerade abgeladen. Hab mir noch wieder mal ein Gurt zerrissen. Weil ich Profi bin. Ja, jo. Dann ist noch ein bisschen. Wenn der Waschplatz frei ist, allerdings nur, werde ich noch ein bisschen waschen. Ansonsten bleibt die Mühle so, wie sie ist. So dreckig und verschlammt. Und dass das Auto dreckig wird, weil du so langsam fahrst. Ei. Platz ist frei. Ah, jo. Okay, dann wasche ich noch ein bisschen. Aber ich mache trotzdem Schluss für diese Folge. Mal wieder eine kurze Folge. Zur Abwechslung darf es auch mal kurze Folgen sein. Ne? Müssen ja nicht immer anderthalb Stunden gehen. In der nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Tschüss.